Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich mal hier kurz hinter unserem Marktplatz in die große Mühlenstraße gefahren. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn unser Gruppenmitglied hier von Nordhoff auf Facebook, der Gerhard Schröder, also der Namensvetter von dem ehemaligen Bundeskanzler, der hat sich die große Mühlenstraße zum Thema des morgendlichen Wetterschnacks gewünscht. Ja, und dann nehme ich jetzt meine Kamera. Es ist jetzt, Moment, die Kirchenuhr kann ich nicht sehen, da ist ein Baum davor, da müssen wir auf die Uhr gucken. Es ist jetzt 5:04 und es ist trocken heute Morgen und ich laufe jetzt durch die große Mühlenstraße und fange das eine oder andere Bild ein. Gerhard Schröder wohnt übrigens mittlerweile in Bayern, ist aber alter Nordhoffer. Lieber Gerhard Schröder, das machen wir doch gerne. Bis nachher. Ja, lieber Gerhard Schröder, und hier endet nun mein Marsch, genau vor dem Bahnübergang in Tienbüttel. Ja, und dann müssen wir noch das Wetter machen für heute. Also, im Laufe des Vormittags Sonne und Wolken im Wechsel. Nachmittags kann es dann schon wieder etwas dunkler werden und ein paar Tropfen können hinzukommen. Und das Problem, es kann auch Blitz und Donner geben. Die Temperaturen klettern heute auf 14 bis 16 Grad, der Schafskälte entsprechend. Ja, und der Wind, der weht aus Nordwest mäßig bis stark, böig, manchmal stürmisch. Das war mein morgendlicher Spaziergang durch die große Mühlenstraße. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, dann morgen wieder. Tschüss, bis dann.